Ja gut, jetzt kommt er und hämmert da drauf rum. Jo. Ich habe keinen Arbeitslosen. Ich habe nur einen Hungrigen. Gut, du brauchst eine Brauerei. Was baust du gleich? Oh ja, die Eisenschmelze legt jetzt los. Sehr schön. Oh, und er braucht Holz. Ja, das macht Sinn. Du bist nicht verheiratet. Du bringst noch einen Jungen zur Welt. Der wird nämlich dann Träger beim Bierbrauer. Ich brauche nämlich die beiden Träger im Hauptlager. Ja, eigentlich sind alle Häuser jetzt recht gut versorgt. Also sollten die beiden langsam dann die Nahrung ins Hauptlager wieder einlagern. Ja, meine Nahrung steigt noch langsam. Wir sind jetzt bei 101. So, du brauchst Stein, du holst Stein dort raus. Okay. Ja. Eigentlich könnte ich jetzt mal wieder Speed geben, weil sonst dauert es wieder ewig. Ah ja, so klappt das viel schneller, dadurch, dass ich meine Bauarbeiter jetzt in... Gebäude einquartiert habe. Hat Schuster erfunden und kann trainiert werden. Ja, Schuhe werden noch recht viele gebraucht. Ich kann mir nur leider nicht anzeigen lassen, wer noch keine Schuhe hat. Jetzt fehlt noch das Weizen, das kommt gerade. Und er arbeitet schon am Haus. Okay. Kann ich eigentlich schon eine Kaserne bauen, ist jetzt die große Frage. Ja, könnte ich. Die müsste ich dann aber hier ins Abseits bauen oder hier ins Abseits. Ist beides relativ ungeschickt, aber...
Ja. Nö. Du wirst noch nicht verheiratet. Wie viel Leben haben wir jetzt? Ich sehe sie. Ah, da. 20. Das heißt, du kannst jetzt endlich töpfern. Und wir kriegen Eisen rein. Yay. Und Schuhe werden eingelagert. Gut. Jetzt müssen die Leute nur anfangen, sich Schuhe zu holen. Oh, du brauchst auch Religion, sehe ich gerade. Na, Eisenschmelzen geht recht schnell, so wie es aussieht. Und das Bier wird hergestellt, sehr gut. Sie will Essen zubereiten. Wo geht sie dafür hin? Geschirr kommt auch mal langsam rein. Ich kann, glaube ich, jetzt die Schuhproduktion runterstellen. Nur noch Asa ist jetzt obdachlos. Es fehlen mir noch 6 Bewohner. Hm. So, die beiden kann ich einreißen. Jetzt könnte ich eigentlich theoretisch meine Kaserne hierhin pflanzen. Ja, weil ich habe im Augenblick, glaube ich, auch nichts mehr, was gerade gebaut werden muss, oder? So, Harald ist erwachsen. Kann also in die Schule zum Träger gemacht werden. Hier kommt jetzt eine Schäferhütte hin. Du wartest in der Schule, also wirst jetzt Träger. Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Gut, das heißt, du wirst jetzt wieder Steinmetz. Weil wir brauchen jetzt Stein für die Kaserne allein schon. So, du arbeitest in der Mühle und wohnst in diesem Haus. Du kannst trainiert werden, das ist gut.
Ja, du brauchst auch Religion. Das heißt, du musst ab und zu mal zum Hauptlager pilgern und beten. Du kannst trainiert werden, du bist der Müller. Du wurdest bis jetzt noch kein einziges Mal trainiert. Du hast Eisenschmelze erfunden. Sehr gut. Eine Werkzeugschmiede. Schuhe sind jetzt genug vorhanden. Die Kaserne wird auch ordentlich gebaut. Na, ich kann vor Glück reden, dass es in dieser Mission noch recht friedlich zugeht. Ah, kannst du vergessen, Finn zu heiraten. So, Kaserne ist fertiggestellt. Eine Kaserne kann sich nicht verteidigen. Olaf hat Waren hergestellt. Gut, das heißt, du wirst jetzt Schäfer. Ja. Sei, sie bauen dir gerade schon deine Schäferhütte. Oh, und ich sollte den Speermacher bauen. Hier hin. Du bist Bierbrauer, sehr gut. Du holst Lehm fürs für die Schäferhütte. Ja, du warst der Bauarbeiter, der viel zu viel Religion hat. So, du kannst jetzt deine Arbeit aufnehmen dort. Hier sind ja ein paar Schafe. So, Werkzeug- und Speermacherei sind jetzt als nächstes an der Reihe. Was braucht denn die Werkzeugschmiede? Eisen und Holz. Braucht aber auch Religion. Hey, Nahrung wird jetzt endlich wieder eingelagert. Und er schneidet Schafen die Wolle ab. Oh, das erste geschorene Schaf ist das schon.
Schert er gleich wieder das Schaf? Nein. Er sucht sich eins der anderen dreien aus.